Einen wunderschönen guten Morgen sage ich. Herzlich willkommen zum WBSC Support Call heute am Freitag, den 15. Oktober 2021. Es ist die Zeit für eure Fragen. Ihr könnt über die Kommentare bzw. die Chat-Funktionalität sehr gerne Feedback geben, ob alles zu sehen ist, ob alles funktioniert. Auf LinkedIn hat mir gerade unsere Streaming-Plattform gemeldet, gibt es heute ein Problem. Das haben wir leider hin und wieder mal, dass LinkedIn, das ist jetzt kein Problem, dass die Streaming-Plattform an sich, sondern dass LinkedIn als Target ein Problem hat. Ich sehe zwar jetzt, dass ein grüner Haken dran ist, aber solltet ihr auf LinkedIn Probleme haben mit dem Stream, dann wechselt doch einfach rüber auf YouTube. Da funktioniert das. Da hat auch der Ralf gerade Feedback gegeben, dass Bild und Ton gut sind. Ich sehe es schon an den Teilnehmerzahlen, dass heute einige, die sonst über LinkedIn dabei sind, es noch nicht reingeschafft haben. Jetzt ist nämlich der LinkedIn-Stream auch wieder auf Rot. Also geht da einfach rüber auf YouTube, sofern ihr die Möglichkeit habt. Dort läuft alles, sowohl auf meinem Kanal als auch auf dem Kanal vom Sven Langenfeld. Ja. Der WBSC Support Call ist ja dafür eure Fragen. Das heißt, wenn da welche vorhanden sind, könnt ihr die sehr, sehr gerne stellen. Und der WBSC Support Call wird im Monat Oktober unterstützt von der Firma API. Da sagen wir vielen Dank dafür. Und wenn ihr Bedarf an Lizenzen habt, Fragen zu Lizenzen habt, dann könnt ihr euch dort vertrauensvoll an die Firma API wenden. Gerade wenn es so um unsere Themen natürlich auch geht, Windows-Server, Windows-Client, Office, Cloud-Services und Ähnliches. Heute habe ich so ein bisschen von meiner Seite aus dabei Windows-Server 2022 als Domain-Controller konfigurieren. Da war nämlich beim letzten Support-Call eine Frage, wo ich sagte, das müsste ich ein bisschen vorbereiten. Das ist so für ad hoc schwierig, da brauche ich ein paar virtuelle Maschinen. Das soll dann schon alles Hand und Fuß haben. Und deswegen haben wir ausgemacht, dass wir uns das heute anschauen. Das habe ich also dabei. Ich hatte aber auch versprochen, dass wir uns natürlich trotzdem Zeit nehmen für eure Fragen. Ganz kurz noch ein bisschen was zum Rest des Tages, denn wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne den ganzen Tag dabei bleiben, zumindest auf YouTube. LinkedIn sehe ich jetzt hier gerade von der Streaming-Plattform, scheint ein größeres Problem zu haben. Wenn ihr noch ein bisschen mehr von mir und Showpartnern sehen möchtet, dann gäbe es heute um 12 Uhr noch die Azure-Stack HCI-Show. Auch auf youtube.com/Manfred Helber gestreamt in der Azure-Stack HCI-Show habt ihr die Möglichkeit, ganz viel zum Thema Azure-Stack HCI zu erfahren, aber auch eure Fragen dazu zu stellen. Das bedeutet, da geht es rund um die Hyper-Converged Infrastructure. Heute haben wir spannende Themen dabei, nämlich das Thema Windows Server 2022 Data Center Azure Edition, eine neue spezielle Edition, die ein paar spannende Zusatzfeatures enthält. Wir werden darüber sprechen, wie Automatic Virtual Machine Activation funktioniert unter Azure Stack HCI. Wir haben den Bogdan Kruszewski von der Firma Bluechip als Gast dabei. Der wird uns was über VMfleet 2.0 erzählen. Da gibt es ein neues VMfleet-Tool. Und wir haben den Carsten Rachfall zu Gast. Carsten Rachfall, kennt ihr sicher, ist ein Most Valuable Professional, auch im Bereich Cloud und Data Center, wie ich auch, und zusätzlich auch im Bereich Azure. Und der wird ein bisschen zum Thema Azure Stack HCI aus der Praxis berichten. Freuen wir uns sehr, wenn ihr dabei seid. Sven ist dort natürlich auch mit dabei in unserer gemeinsamen Show. Und um 14 Uhr könnten wir uns dann nochmal sehen zur Hybrid-Show. Die mache ich jetzt zusammen mit dem Erik Berg, auch ein Most Valuable Professional von Microsoft, also nicht von Microsoft, aber von Microsoft ausgezeichnet. Und bei uns geht es heute um Azure Security Center und Azure Defender. Also könntet ihr den ganzen Tag dabei bleiben, zwischendurch immer so ein kurzes Päuschen machen, um durchzuschnaufen. Also jetzt 10 Uhr Support, dann um 12 Uhr die HCI-Show und um 14 Uhr die Hybrid-Show.
Und dann hat man sich sein Wochenende auch wohl verdient. Wir haben eine Frage im Chat. Hallo Manfred, würdest du einen Hyper-V-Host in einer Single-Server-Umgebung in die lokale Domäne aufnehmen? Sprechen wir gleich drüber. Schauen wir uns gleich drauf. Vorteil der Gruppenrichtlinien auch auf dem Host. Nachteil, dass der Neustart des Hosts länger dauert, da er erst auf den DC wartet. Sprechen wir gleich drüber. Und dann schreibt der Bernhard, ich nehme die immer in die Domain, weil damit die Hyper-V-Replikation mittels Kerberos funktioniert. Ist ein Argument. Und da sprechen wir jetzt gleich drüber. Der Sven Langenfeld schaut auch zu und der sagt, er ist komplett dabei. Das heißt, wenn ihr auch dabei seid bei allen drei Sendungen, dann ja, habt ihr das gleiche Sendeprogramm wie der Sven. Nur Sven ist in der Azure Stack HCI Show natürlich auf der anderen Seite des Bildschirms. Das heißt, da könnt ihr ihn auch live sehen. Von daher hoffe ich, dass ihr alle um 12 Uhr mit dabei seid. Ja, jetzt zu unserem Thema. Und ihr dürft aber natürlich trotzdem sehr, sehr gerne Fragen stellen zu anderen Themen. Wir haben das ja nur reingenommen, weil ich sagte, da muss ich ein bisschen was vorbereiten für das Thema der Domain-Konfiguration und das habe ich heute eben dabei. Wenn ihr Fragen zu anderen Themen habt, Hyper-V ist ja gerade unser Skills-Thema oder Azure Stack HCI oder Azure oder Windows 365, dann stellt die Fragen ruhig. Ich würde jetzt mal anfangen mit dem Thema der Konfiguration. Da war ja so ein bisschen die Frage, wie ist denn das unter Windows Server 2022 überhaupt mit einem Domain-Controller? Das war ja die Ausgangsfrage, die uns beschäftigt hat. Und jetzt habe ich hier das falsche Fenster rübergeschoben. Ich wollte uns natürlich die virtuellen Maschinen rüberschieben. Jetzt haben wir es hier. Ich habe uns ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich uns hier einen Server 01 neu installiert. Dieser Server 01 ist ein Windows Server 2022. So, wie der sich ungefähr melden würde bei der Out-of-the-Box-Experience. Also ihr installiert eine VM neu, dann sieht es genau so aus. Wenn ihr einen physischen Host neu installiert, dann kann der OEM dort Einfluss drauf nehmen, wie diese Out-of-the-Box-Experience aussieht, gerade was das Anlegen von Partitionen und Ähnlichem angeht. Das werden wir jetzt hier nicht machen. Ist aber der erste Login-Dialog. Also ich habe da wirklich an den Systemen ansonsten nichts im Verborgenen gemacht, sondern was das erste ist, wir legen natürlich ein Kennwort fest für diese Maschine. Das ist ein Kennwort in der lokalen Benutzerkontendatenbank, die es uns erlaubt, dass wir uns an diesem Server lokal anmelden können. So, jetzt gehe ich da mal rein, authentifiziere mich. Sehen gleich, ist eine Windows Server 2022 Evaluationseditionen. Da vorsichtig sein, eine Eval Edition ist nicht für einen Domain-Controller gedacht, der später produktiv genommen werden soll. Das bedeutet, wir können eine Eval-Version durch einen gültigen Product Key immer umwandeln in eine nicht laufzeitbeschränkte Version, allerdings nicht, wenn die als Domain-Controller konfiguriert ist. Jetzt habe ich schon Rückmeldungen bekommen, ah, ich habe es als Domain-Controller versucht, es geht. Das ist dann aber, sagen wir, eher mal der Glücksfall oder der Zufall. Das heißt, es ist nichts, wo wir uns drauf verlassen dürfen oder können. Also da bitte entsprechend planen. Bei mir ist es fein mit der Evaluationsversion, weil das ist einfach eine Testumgebung, die nach unserem Test jetzt ein paar Wochen sicher noch existiert, aber dann nicht weitergeführt wird. Als erstes begrüßt uns der ja hier mit einer Info, dass wir doch das Windows Admin Center ausprobieren sollten. Windows Admin Center kennt ihr, das hatte ich schon öfter als Thema dabei. Das ist unsere webbasierende Management-Lösung, die in der so die Zukunft steckt, aber das Windows Admin Center ist nicht kompatibel mit der Installation auf einem Domain-Controller. Bedeutet also, ignoriert diese Meldung. Ich werde sie gleich wegklicken. Ich werde sagen, ich habe mit dem Windows Admin Center was anderes vor. Ich habe uns da nämlich schon einen Management-Host vorbereitet. Wenn wir genug Zeit haben, werden wir das Windows Admin Center auf genau diesem Management-Host installieren. Jetzt bleibe ich mal im Server Manager und schaue mal rein. Als erstes fällt mir auf, der Server hat keinen besonders sprechenden Computernamen. Das werde ich jetzt nach der Installation gleich mal ändern. Das heißt, ich benenne den hier um. Das kennt ihr ja, aber eine Domain haben wir noch nicht. Also da unten in Domain kann ich noch nichts eintragen, weil ja noch keine Domain existiert. Bedeutet also, Computername wird bei mir
D115. Ich habe meine Demo-Umgebungen immer durchnummeriert und dann SRV01, so soll der heißen. Wunderbar. Und da hat sich nichts geändert, auch beim Windows Server 2022 erfordert die Änderung des Computernamens einen Neustart. Es ist ja aber eine virtuelle Maschine, warum das sehr schnell geht. Wie es noch schneller geht, erfahrt ihr heute übrigens dann um 12 Uhr in der Azure Stack HCI Show, wenn es um die Azure Edition des Windows Servers geht. Der hat nämlich noch was ganz Besonderes für das Thema Restart, gerade nach dem Patching. So, jetzt habe ich mich hier mal angemeldet. Der hat jetzt einen entsprechenden Computernamen, das passt soweit. Ich ändere uns hier mal noch die Auflösung, dass wir da ein bisschen den Screen besser nutzen. Also ich mache nicht Fullscreen, weil ich will hier schnell zwischen unterschiedlichen virtuellen Maschinen hin und her schalten können. Aber so eine Auflösung hier wäre, glaube ich, ganz hilfreich, wäre, glaube ich, ganz sinnvoll an dieser Stelle. Und jetzt gehe ich hier nochmal rein, schaue mir das an, D115 SRV01. Das ist ein Server 2022 Standard. Wichtig, wenn ihr Essentials gekauft habt, steht dort auch Standard, weil Windows Server 2022 Windows Server 2022 Essentials zeichnet sich aus durch eine spezielle Art und Weise der Lizenzierung. Aber es ist unter Windows Server 2022 Essentials so, dass das System sich dann als Standard meldet an dieser Stelle. Der Essentials würde von daher genauso konfiguriert, wie wir es jetzt gerade sehen. Data Center könntet ihr natürlich nutzen, macht aber eigentlich keinen großen Sinn. Data Center wäre dann eine Option, wenn wir einen Hyper-V-Host haben, so wie ich es hier habe, und wenn wir in den virtuellen Maschinen die Aktionen durchführen, wenn wir sehr viele VMs haben. Da müssen wir allerdings beachten, dass ich in den VMs euch trotzdem empfehlen würde, Standard zu installieren, weil das dürft ihr. Wenn ihr Data Center lizenziert habt, dürft ihr in den VMs Standard installieren. Und wir können eine Standard immer umwandeln in eine Data Center. Umgekehrt geht das allerdings nicht. Wir können eine Data Center nicht umwandeln in Standard. Und gerade in der VM gibt es fast keine Szenarien, wo wir Data Center brauchen. Eine Standard ist genauso skalierbar, eine Standard ist clusterfähig und so weiter. Also es gibt nur für den Fall, was ich öfter mal mache, dass ich in der VM, um es zu zeigen, um eine Demo zu machen, auch Storage Spaces direkt installiere, dann bräuchte ich natürlich Data Center. Gut, jetzt müssten wir uns noch ein bisschen ums Netzwerk kümmern. Denn diese Maschine, da steht Ethernet not connected, das ist ungünstig, das habe ich tatsächlich vergessen, das mache ich hier mal schnell. Da gehe ich in die Settings und schließe die an einen virtuellen Switch an. Das bedeutet, die braucht natürlich irgendwie einen Netzwerkanschluss, ein Netzwerk-Interface-Card. Die hatte sie schon, jetzt ist sie auch konnektiert. So, und in dieser Ethernet-Verbindung, da möchte ich jetzt eine IP-Adresse konfigurieren. Naja, was ich dort für eine IP-Adresse konfiguriere, das ist höchst individuell für eure Szenarien. Ich nehme hier einfach mal eine. Also der bekommt hier eine IP-Adresse und zwar bei mir die 192.168.100.201. So, und der zeigt auch schon mal auf sich selbst als DNS-Server. 192.168.100.201. So, also. IP-Adresse, die in eure Umgebung passt, würdet ihr hier festlegen. DNS-technisch schaut der Domain-Controller auf sich selbst in diesem Moment. Der zukünftige Domain-Controller, er ist ja noch gar keiner. So, jetzt haben wir eine feste IP-Adresse, sehen wir, wenn wir hier im Server-Manager refreshen. Ich bekomme in letzter Zeit häufiger die Frage gestellt, Manfred, warum nimmst du nicht das Windows Admin Center für diese oder jene Aktion? Ich bin großer Fan vom Windows Admin Center, aber ich kann im Windows Admin Center nur die Dinge zeigen, die dort gehen. Und ich kann einen Domain-Controller nicht im Windows Admin Center konfigurieren. Das geht nicht. Wie viele andere Dinge im Windows Admin Center leider auch nicht gehen. Also wenn ich es beeinflussen könnte, hätte ich dafür gesorgt, dass man so viel Entwicklungsmanpower ins Windows Admin Center reinsteckt, dass das Stand heute kann. Weil Windows Admin Center ist ja kein neues Thema. Das haben wir schon sehr lange. Da fehlen leider einige Dinge. Und die Dinge, die fehlen, dort greife ich auf die traditionellen Tools zurück.
Manchmal greife ich auf die traditionellen Tools auch zurück, weil sie schneller sind. Und das ist architekturbedingt. Ein Server Manager ermittelt seine Informationen ganz anders als ein Windows Admin Center. Und tatsächlich gibt es beim Windows Admin Center ja das Feedback sehr häufig mit der Geschwindigkeit. Und jetzt muss Microsoft sich ja abwägen. Als ich das erste Mal angemerkt hatte, dass ich empfehlen würde, dem Windows Admin Center vielleicht ein paar Zusatzfunktionalitäten zu spendieren, wurde ich von den Produktmanagern, die das verantworten, dort sehr stark kritisiert, weil deren Aussage war, dass ich das Windows Admin Center vollkommen falsch verstehen würde und einsortieren würde. Ich bin mir sicher, dass meine, Empfehlungen im Windows Admin Center in den nächsten 5 Jahren im Windows Admin Center umgesetzt werden oder über Azure umgesetzt werden. Oder es gibt das Windows Admin Center nicht mehr. Das ist ja auch eine Option. Da ist, braucht jetzt keine Angst haben, ist nichts zu sehen, ist alles meine Einschätzung. Aber da traue ich mich sehr sicher, diese Aussage zu machen, weil was das Produktmanagement dort zu Beginn einfach nicht berücksichtigt hat, dass ihr ja nicht neu in der Windows-Welt seid, sondern ihr arbeitet seit 20 Jahren mit den bekannten Tools. Und ihr seid einen gewissen Komfort gewohnt. Und wenn wir jetzt ein neues Tool haben, wo Funktionalitäten fehlen, dann ist es schon mal ungünstig. Aber wenn dann der Komfort auch noch nicht da ist, weil es an manchen Stellen zu langsam ist, dann wird man was ändern müssen. Und das führt aber bei mir nicht dazu, dass ich das Windows Admin Center nicht einsetze. Ich habe das bei mir immer zusätzlich in den Umgebungen drin. Ich habe das hier auch schon vorbereitet. Das seht ihr gleich. Und meine Empfehlung wäre an euch, sorgt dafür, dass ihr das Windows Admin Center immer in euren Kundenumgebungen drin habt. Weil es gibt einfach umgekehrt Funktionalitäten, die nur über das Windows Admin Center gehen und die dort viel komfortabler sind. Es gibt auch Leute, die sagen, nee, Windows Admin Center nutze ich gar nicht, weil es halt ein bisschen träger ist und weil es kein Tool ist, womit ich alles machen kann. Das ist aber auch der falsche Weg, sondern man muss halt einfach durch diese neue Art und Weise der Administration sich darauf einstellen, dass man mit mehreren Tools arbeitet. Also das Windows Admin Center gehört in jede Umgebung rein und ich habe das bei uns hier auch schon vorbereitet, aber nachdem ich jetzt schon so viel nebenher erzähle, befürchte ich, dass wir das zeitlich heute nicht mehr schaffen, aber dann durchaus beim nächsten Mal. So, jetzt haben wir eine feste IP-Adresse, der Rechnername passt, also kann ich hier auf Manage Add Roles and Features gehen, also Rollen und Features hinzufügen. Und in diesem Assistenten gehe ich zunächst mal auf Weiter. Dann wähle ich aus, nicht Remote Desktop Services Installation, sondern Role-Based oder Feature-Based Installation. Dann gehe ich auf Weiter. So, jetzt wähle ich meinen Server aus. Ich könnte auch Remote-Systeme verwalten. Gehe ich auf Weiter. Naja, und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Was wollen wir hinten installieren? Ich hätte gerne Active Directory Domain Services. Das führt nämlich dazu, dass dieser Server zum Domain Controller konfiguriert werden kann. Active Directory Domain Services bedingt immer DNS. Ja, die zwei, die sind miteinander verheiratet. Ohne geht es nicht. Ja, und zwar für immer und ewig. Da gibt es auch nichts, bis uns scheidet. Oder naja, also wenn, dann ist es so, dass es nicht mehr funktioniert. Also wenn wir kein DNS haben, dann funktioniert unser Active Directory nicht mehr. Das heißt, wir brauchen eine funktionierende DNS-Infrastruktur. Weitere Rollen brauchen wir nicht. Und meine Empfehlung für Domain-Controller ist immer, haltet die schlank. Sorgt dafür, dass auf den Domain-Controllern möglichst wenige Services laufen. Wenn wir einen Domain-Controller haben, bitte nie Hyper-V. Das streiche ich hier gleich mal durch. Ja. Auf keinen Fall. Das habe ich auch in unseren WBSC-Skills zum Thema Hyper-V erklärt. Bitte auch keine sonstigen Rollen, wenn es irgendwie möglich ist. Naja, wenn ihr eine kleinere Umgebung habt, wo ihr sagt, naja, der Kunde, der hat aber nur einen Server, dann muss der halt zwangsläufig vielleicht auch noch mein File-Server und mein DHCP-Server werden. Dann haben wir da zwei Fragen, sehe ich. Eine Frage: Gibt es How to Mobile-Geräte in AD einzubinden? Was passiert, wenn die Geräte längere Zeit nicht im AD sind und so weiter?
Notebook oder so, gar kein Problem, das ins Active Directory anzumelden. Wenn ihr das Active Directory nicht erreicht, dann gibt es dort eine zwischengespeicherte Anmeldung. Wir haben im Active Directory in der Standardkonfiguration immer ein Problem, wenn Objekte ein Alter haben von 180 Tagen und älter. Ja, gibt es unschöne Zusammenhänge mit dem Löschen von Objekten und so weiter. Also das ist so eine Frist, die sollte man sich merken. Die ist aber konfigurierbar. Also wenn ihr ein Szenario habt, wo das länger wäre, dann kann man dort Einfluss drauf nehmen. Auch ein Effekt, der sich ergeben könnte, dass Geräte, die länger nicht in der Domäne sind, ihre korrekte Uhrzeit verlieren, weil standardmäßig ist der Domain-Controller, der die FSMO-Rolle PDC-Emulator innehält, der Zeitgeber für die Domäne. Wenn da also irgendwas aus dem Takt kommen sollte, dann kann ich auch dieses Zeitfenster anpassen über Gruppenrichtlinien, wie weit die Zeit von Server und Client abweichen darf. Aber Vorsicht, eine Zeitabweichung kann auch eine Sicherheitslücke sein. Deswegen gibt es im Windows Server 2022 auch ein neues Zeitprotokoll, was wir nutzen können, aber nicht müssen. Und dieses Zeitprotokoll führt zu einer absolut akkuraten Zeit, was ganz wichtig ist, wenn es dann um Zeitstempel für Banktransaktionen oder Blockchain oder Ähnliches geht. Und genau hier der Kommentar, 180 Tage habe ich gemeint, oder wie ist es, wenn ich nur per VPN verbunden bin? Das wäre kein Problem. Also wenn ich mich per VPN einwähle, dann bin ich ja verbunden, authentifiziere mich dort, das ist alles fein. Also ich weiß jetzt nicht, um welchen Zeitraum es bei dir geht, weil typischerweise würde ich ja ein Gerät in die Domäne aufnehmen, was dort schon ab und zu mal sich meldet und Hallo sagt. Damit wir auch neue Gruppenrichtlinien angewendet haben und solche Dinge, damit wir vielleicht Updates installiert haben, was wir in der Domäne auch über Gruppenrichtlinien steuern können und solche Dinge. Das heißt, ich gehe davon aus, dass so ein längerer Abwesenheitszeitraum vielleicht dann da ist, wenn jemand mal länger im Urlaub ist. Vielleicht könnte es aber auch vorkommen, wenn ich Geräte habe, die nur saisonal genutzt werden. Naja, und dann muss man sich einfach anschauen, wie man das macht, weil ein Gerät, was jetzt ein Windows 10 hat, was zum Beispiel nur einmal im Jahr genutzt wird, das muss ja auch aktualisiert werden, gepatcht werden und so weiter, da muss man sich überlegen, ob man diese Zeitabweichung, ob die passieren kann oder ob man das mit der Zeit im Griff hat über einen externen Zeitgeber oder ob man die dann einfach zu dem Zeitpunkt, wo sie benötigt werden, in die Domäne aufnimmt. Was übrigens auch eine gute Idee ist, zu sagen, man macht ein hybrides Deployment. Da muss ich mich gar nicht per VPN ins Unternehmensnetzwerk einwählen, wenn ich da gar nicht hin will, sondern ich habe dann die Möglichkeit, einfach über die Azure Active Directory Authentifizierung auch angemeldet zu sein. Ja, genau, da jetzt noch Außendienstmitarbeiter, der alles per Mail verschickt. Gut, das kann ich aber so steuern, dass der natürlich eine Zwangseinwahl hat. Oder bei der VPN-Einwahl, ist jetzt die ergänzende Frage, kann es sein, dass ich in einem komplett anderen Subnet bin? Das müsste ich dann halt so strukturieren, dass es nicht passiert. Gut, dann haben wir noch eine Feedback zum Windows Admin Center. Ja, es ist ungünstig, dass das Windows Admin Center eine komplette Windows-Installation am Server benötigt. Da wäre toll, wenn Microsoft eine VM-Image hätte, das automatisch lizenziert ist. Ein VM-Image gibt es nicht. Das heißt, Microsoft sagt, das Windows Admin Center, was ja wirklich ein sehr umfangreiches Tool ist, ist kostenfrei. Wenn wir eine gültige aktuelle Windows Server Lizenz ab Windows Server 2016 haben oder einen Windows Client, es lässt sich ja auch am Windows Client installieren. Ich brauche also nicht zusätzlich einen Server, sondern ich brauche zusätzlich ein aktuelles Windows Device, auf dem ich das Windows Admin Center dann installiere. Dann hatten wir noch eine Frage vorhin bei der Windows Server Datensicherung eines Windows Server 2016 Standard. Bricht die Sicherung oft mit der Fehlermeldung das Zeitlimit wurde erreicht, was ist zu tun? Das ist jetzt ein, sagen wir mal, sehr individuelles Problem mit einer konkreten Fehlermeldung. Das ist nicht ein, oder zumindest kein mir bekanntes, grundsätzliches Windows Server 2016 Problem. Da bräuchte ich ein bisschen mehr Informationen, um welches Datenvolumen geht es, wo wird hingesichert und solche Dinge, dass wir da hoffen könnten, ein Stückchen weiterzukommen. Gut, damit schauen wir wieder zurück auf meine
Konfiguration des Active Directory. Also ich habe hier Active Directory Domain Services, die ich auswählen möchte und den DNS-Server, den ich auswählen möchte. Und dann wird das Ganze funktionieren. Active Directory Domain Services, DNS-Server, prima, passt wunderbar. So, dann gehe ich auf Weiter. Jetzt geht es noch um Features. Wir haben es gesehen. Die Features für die Active Directory Verwaltung hat er automatisch hinzugefügt. Was wir wissen sollten, das Windows Server Backup ist in der Lage, ein Active Directory konsistent zu sichern. Das heißt, bevor ich kein Backup habe oder eine Drittanbieterlösung, wo ich mir nicht sicher bin, ob das so eine Active Directory Datenbank konsistent sichern kann, würde ich empfehlen, nehmen wir doch das Windows Server Backup. Ach, da könnten wir wirklich stundenlang über das Thema sprechen. Windows Active Directory Sicherung mit Windows Server Backup. Das ist total genial. Das bietet sogar eine Möglichkeit, dass ich einzelne gelöschte Objekte wiederherstelle. Wissen viele nicht, weil das halt etwas ist, was teilweise Drittanbieter dann sehr hervorheben, dass sie das können. Aber das geht mit den Bordmitteln auch. Das schaffen wir jetzt definitiv heute nicht mehr, aber ich installiere es mal mit. Also ich habe ja die Eval-Version, die läuft 180 Tage. Wenn ihr das Thema Active Directory unter Windows Server 2022 spannend findet, können wir da gerne in die Verlängerung gehen und das wieder nochmal aufgreifen im Support-Call. Muss natürlich immer gucken, dass wir auch so die allgemeinen Fragen mit unterbringen. Und was da noch wichtig wäre zu dem Thema Windows Server Backup, das darf immer mit installiert werden. Also es gibt keinen Service, wo das Windows Server Backup irgendwie kollidiert. Ich sage ja immer, ich würde so Host schlank halten, nicht so viel drauf installieren. Windows Server Backup darf da immer mit drauf. Gut, dann gehe ich auf Next. Bekomme ich ein bisschen Erklärung zum Thema Active Directory, was es eigentlich ist, was es kann. Da kann ich jeweils nachlesen. Das sollte ich zu dem Zeitpunkt aber schon wissen. Und dann gibt es oben so ein Häkchen Restart Destination Server automatically if required. Ich weiß, der braucht keinen Neustart. Also brauche ich das Häkchen nicht setzen und ich gehe auf Install, weil jetzt im Moment wird ja noch nicht unser Active Directory konfiguriert, wo dann durchaus ein Neustart erforderlich ist, sondern jetzt im Moment wird ja nur das Active Directory die Active Directory Domain Services werden installiert und DNS wird installiert. Die Konfiguration folgt jetzt im Nachgang. Also bisher unspektakulär, Rollen und Features installiert. Schreibt gerne weiter eure Fragen hier rein. Was ich noch mal kurz anmerken möchte, das Streaming auf LinkedIn funktioniert wirklich nicht. Also das hat jetzt noch mehrfach abgebrochen oder einen Fehler gebracht. Von daher, wenn ihr jetzt auf YouTube rüber gewechselt seid, bleibt hier. Das scheint auf LinkedIn da heute ein Problem zu geben. Gut, das dauert ein Momentchen, bis das installiert ist. Da könnt ihr auch einen rasend schnellen Rechner haben, einen rasend schnellen Server und trotzdem dauert das einen kleinen Moment, bis Active Directory installiert ist. Und dann können wir an die Konfiguration gehen, unseres Active Directory. Und die Konfiguration hier folgt. Hier oben im Notification-Bereich, da wird dann oben an dieser Fahne ein gelbes Schildchen dran sein, was uns darauf hinweist, hier gibt es jetzt was zu konfigurieren. Ja, das ist das, worauf wir jetzt hier warten. Das heißt, sobald er hier durch ist, werden wir in die Konfiguration einsteigen. Und da ist natürlich die wichtige Frage, was haben wir denn jetzt vor in der Domäne? So, jetzt ist es soweit fertig. Ich gehe also auf Close. Und wir sehen da oben das gelbe Benachrichtigungssymbol. Und jetzt kann ich diesen Server zum Domain Controller hochstufen. So. Erste wichtige Frage ist diese Auswahl hier. Will ich einen Domain Controller zu einer existierenden Domäne hinzufügen? Das machen wir dann gleich noch, wenn uns die Zeit reicht. Möchte ich eine neue Domäne in einen existierenden Forest, also in eine existierende Gesamtstruktur hinzufügen? Oder möchte ich eine neue Gesamtstruktur erstellen? Die erste Option, zusätzlicher Domain-Controller für existierende Domäne, sollten wir immer an einem zweiten Server durchführen, um Redundanz zu haben. Ich konfiguriere jetzt einen ersten Domain-Controller, über den dann die gesamte Anmeldung laufen wird.
Wenn mir dieser Domain-Controller ausfällt, naja, dann geht keine Authentifizierung mehr. Das heißt, hier sollte ich unbedingt auf entsprechende Redundanz achten. Und naja, da bietet sich an, einfach einen weiteren Server als Domain-Controller zu konfigurieren, wo wir dann die Option wählen. Die zweite Option, Add New Domain to an Existing Forest, wäre, wenn wir eine untergeordnete Domäne in einer bestehenden Domainstruktur erstellen. Sowas hat man früher sehr stark propagiert. Also wenn ihr vielleicht mal eine Microsoft-Zertifizierung gemacht habt, so im Bereich Windows Server 2000, 2003, 2008, dann musstet ihr euch sehr intensiv damit beschäftigen, sehr komplexe Strukturen hier aufzubauen. Mittlerweile versucht man das eher möglichst flach zu halten. Früher musste man das aufteilen, weil so eine Domäne gewisse Limits hatte von der Userzahl. Das ist alles kein Thema mehr. Das heißt, man würde so einen untergeordneten Forest jetzt noch machen für eine Tochtergesellschaft zum Beispiel oder für irgendwie einen komplett neuen Geschäftszweig oder eine komplett eigenständige Niederlassung, die zwar irgendwie integriert ist, aber sehr weit eigenständig ist. Was wir jetzt wählen, ist die Option, dass wir einen neuen Forest aufbauen. Wir starten komplett in einer neuen Umgebung. Da gibt's also nicht schon was. Der Kunde bekommt eine neue Domäne. Okay, diese Domänen heißen bei mir immer mhdemolab.de. Das heißt, meine Domain ist die mhdemolab.de Domain. So, da gehe ich auf Weiter. Jetzt prüft er erstmal, ob vielleicht nicht dieser Domainname schon in dem Netzwerk in Verwendung ist. Es könnte ja sein, dass ich in einer vorhandenen Domain-Infrastruktur die Option wähle, ich will einen neuen Forest hinzufügen und dann aber einen Domainnamen verwende, der dort schon vorhanden ist. Das würde natürlich zum Konflikt führen und deswegen prüft er das, das validiert er. So, was uns hier auffällt, der Domain-Level. Und zwar Domain Functional und Forest Functional Level. Der ist mit 2016 voreingestellt. Es gibt keinen neueren Domain Level. Das heißt, wir können hier nicht Windows Server 2022 wählen oder Windows Server 2019 wählen. Das gibt's alles nicht, sondern wir haben standardmäßig Windows Server 2016. Wir haben eine Abwärtskompatibilität bis Windows Server 2008. Das bedeutet nicht für Member Server. Member Server könnten auch älter sein. Das bezieht sich wirklich nur auf die unterstützten Versionen für Domain Controller. Da aber Vorsicht, Windows Server 2008 und 2008 Release 2 sind grundsätzlich technisch schon gar nicht mehr supported. Und Windows Server 2012 und 2012 Release 2 gehen Ende 2023, also gestern in 2 Jahren war es soweit, also in knapp 2 Jahren End of Support. Da also darauf achten, auf die würde man auch nicht mehr unbedingt setzen. Aber wenn man solche Systeme noch hat, kann man die natürlich vorübergehend noch weiter verwenden. Ganz wichtig ist hier unten das Kennwort. Das ist nämlich nicht unser Domain-Kennwort zu unserem Kennwort des Domain-Administrators wird das, was ich bei der ersten Anmeldung gewählt habe. Dieses Kennwort, was wir hier verwenden, ist das sogenannte Directory Services Recovery Mode Passwort. Das brauche ich, wenn ich mein Active Directory wiederherstellen möchte. Ganz wichtig. Und es kann, das muss nicht und das sollte vielleicht auch nicht, aber das kann bei jedem Domain-Controller ein anderes sein, weil das in einer lokalen Notfalldatenbank gespeichert wird. So, der Server wird immer DNS-Server, der wird immer Global Catalog und der könnte, wenn es ein zusätzlicher Domain-Controller ist, ein sogenannter Read-Only-Domain-Controller sein. RODC, Read-Only-Domain-Controller, ist ein Sicherheitsfeature, weil standardmäßig kann ich auf dem Domain-Controller schreiben und lesen und es sind alle Active Directory-Anmeldeinformationen gespeichert. Jetzt gibt es teilweise Lokationen, wo ein Domain-Controller stehen soll zur Authentifizierung, wo ich aber eben nicht möchte, dass alle Anmeldeinformationen gespeichert sind. Das kann ich mit dem RODC erreichen. Können wir aber bei dem ersten nicht auswählen. Der erste muss ein schreibbarer sein. So, dann gehe ich auf Next. Dann sagt er mir, er erreicht den übergeordneten DNS-Server nicht. Das ist bei mir so, weil ich habe eine isolierte Umgebung.
Dann gehe ich auf Next. Jetzt geht es um den NetBIOS-Domain-Namen. Wichtig, der wird auf Basis des DNS-Namens, den ich vorhin eingegeben habe, gebildet, ist aber technisch ein ganz anderer Weg, wie die Namen aufgelöst werden. Ich sehe das immer wieder mal, ja, zur Zeit leider selten, aber wenn ich so Hands-on-Workshops mache und jemanden dann über die Schulter schaue, dann ist es dort so, dass häufig mit den NetBIOS-Namen gearbeitet wird. Oder dass man sagt, oh, funktioniert ja alles, wenn der NetBIOS-Name eine Namensauflösung ermöglicht. Da müsst ihr aber vorsichtig sein. Wenn ihr feststellt, dass es bei der DNS-Namensauflösung Probleme gibt, werdet ihr mit eurer Domäne nicht glücklich werden. Das bedeutet also hier unbedingt schauen, dass beides funktioniert von der Namensauflösung her oder zumindest die DNS-Namensauflösung. Das ist die wichtigere, genau genommen. So, dann geht es um die Frage, wo liegt denn die Datenbank? Da kann man ausführlich planen, wo die Active Directory Datenbank liegt, wo das Logfile liegt, wo der SysVol-Ordner liegt. Wie bei jeder Datenbank ist es so, dass es ideal ist, wenn es unterschiedliche Laufwerke sind. Jetzt wird unsere Active Directory Datenbank sehr klein werden. Es sollte im Idealfall nicht auf dem Systemlaufwerk liegen, dass es da keine Probleme gibt, dass uns was vollläuft oder so. Aber in der kleineren Umgebung ist es mit der Datenbank sehr unkompliziert, ist aber hier konfigurierbar. Gut, wir haben eine Zusammenfassung. Über ein Next prüft er nochmal, ob das so umsetzbar ist. Und wenn wir in der Validierung jetzt keine Fehler sehen, dann können wir Active Directory konfigurieren, abschließend. Und wir sehen jetzt hier, if you click install, server automatically reports and at the end of the promotion operation. Das heißt, wenn ich jetzt dann auf Next klicke, dann wird das Ganze konfiguriert und der Server startet auch neu. Da macht er jetzt wirklich einen Neustart. So, dauert kurz, bis er es alles validiert hat. Ich kriege jetzt hier noch ein paar Warnings mit Kompatibilität zur NT4 und solche Dinge. Das ist aber für uns alles nicht relevant. Und über ein Install kann ich installieren. Ich gehe noch mal ganz kurz zurück, weil was ich übersehen hatte, euch zu zeigen, ich kann hier unten auch ein Skript generieren. Das wäre das PowerShell-Skript. Das ist dann für euch hilfreich, wenn ihr sowas öfter macht. Also wenn ihr regelmäßig solche Domain-Controller-Konfigurationen vornehmt, könntet ihr das auch per PowerShell machen. Da muss man nicht immer diesen Assistenten durchklicken, ja, an der Stelle. Gut. Müssen wir leider noch mal kurz die Validierung abwarten. Aber das war mir noch wichtig, euch das gezeigt zu haben. Ihr könnt übrigens weiterhin Fragen stellen. Also es muss nicht nur um Active Directory gehen. Die Konfiguration, die wird jetzt sowieso ein bisschen dauern, bis der Server durchstartet. Das heißt, ihr könnt gerne zu allen Microsoft-Themen, die euch so beschäftigen, eure Fragen in den Chat stellen. Die kommen dann bei mir an. Ihr könnt sie heute leider nicht auf LinkedIn stellen, weil dort der Stream nicht hin funktioniert. Aber YouTube funktionieren beide Kanäle, der vom Sven und meiner. Und auch Facebook würde funktionieren. Und damit klicke ich jetzt hier auf Install. Das geht los. Das dauert ein Momentchen. Also da haben wir jetzt durchaus Zeit, uns um andere Dinge zu kümmern. Ich kann mich um eure Fragen kümmern, die jetzt eventuell noch reinkommen. Und ich kann mich natürlich darum kümmern, schon mal den zweiten Domain-Controller vorzubereiten. Weil der zweite Server, der auch Domain-Controller werden soll, naja, der wurde genauso installiert wie der erste. Der ist auch noch in dem Out-of-the-Box-Experience-Dialog. Und natürlich muss ich den auch einmal namentlich versorgen. Ich muss den mit einer IP-Adresse versorgen. Und das mache ich jetzt einfach mal, während der erste installiert. Und während ich darauf warte, dass vielleicht noch die ein oder andere Frage von eurer Seite auch zu beantworten ist. So, also unser Server 02. Warte da ganz kurz, da wird wieder der Server Manager laden. Er wird mich wieder darüber informieren, dass ich natürlich das Windows Admin Center installieren könnte, was ich hier aber nicht machen werde an dieser Stelle, weil da hatte ich ja erwähnt, habe ich ein dediziertes Serversystem dafür. Und im Server Manager werde ich jetzt gleich wieder den Rechner umbenennen, sodass der D115 SAV02 heißt. Schauen wir kurz mal auf den ersten. Der startet jetzt gleich neu, macht er alles automatisch. Den lassen wir einfach mal hier arbeiten. Das lassen wir den einfach mal machen.
Mit dem Windows Admin Center klicke ich weg und ich konfiguriere den Server wieder. Als erstes benenne ich den um. Da startet er neu. Und zwar wird es ein D115-SAV02. So, und jetzt war ja vorhin eine Frage, wo ich sagte, die beantworte ich noch. Das Thema, sollte ich denn meinen Hyper-V-Host in eine Domäne aufnehmen? Wichtig ist, das hatte ich gezeigt in der Demo, der Hyper-V-Host ist nie gleichzeitig Domain-Controller und der Domain-Controller ist nie gleichzeitig Hyper-V-Host. Aber die Frage war korrekt formuliert. Das war ja die Frage, sollte ich den Hyper-V-Host in eine Domäne aufnehmen? Es kann eine Domäne sein, die von einem physischen Domain-Controller bereitgestellt wird. Der Domain-Controller könnte auch auf dem Hyper-V-Host selbst laufen. Und ich bin auch dafür, den Hyper-V-Host in die Domäne aufzunehmen, weil der Hyper-V-Host unterstützt, wenn er Mitglied einer Domäne ist, die Live-Migration. Die geht ja auch außerhalb eines Clusters über das sogenannte Shared Nothing Live Migration. Das Hyper-V-Replika, wurde schon gesagt, läuft dann über die Kerberos-Authentifizierung. Ich muss dann nicht mit Zertifikaten arbeiten. Ich kann auf den Hyper-V-Host Gruppenrichtlinien anwenden und so weiter. Wenn ich das alles nicht brauche, weil ich sage, es ist ein Single-Host, ich brauche keine Live Migration, ich brauche kein Hyper-V-Replika, ich will dort keine Policies, dann funktioniert ein Hyper-V-Host auch zuverlässig, wenn der nicht in einer Domäne ist. Eine Sache müsst ihr allerdings ein bisschen vorsichtig damit sein. Es ist dann ja trotzdem euer Domain-Controller virtuell wahrscheinlich auf diesem Hyper-V-Host. Und es gibt in den Einstellungen einer solchen virtuellen Maschine die Integrationsdienste. Und standardmäßig ist dort die Time Synchronization aktiv. Jetzt muss ich gucken, dass meine Zeit in der Domäne korrekt ist, dass die also nicht von der reellen Zeit abweicht. Werdet ihr sagen, wenn man meint, Manfred, was ist denn bei dir los? Da war 1.38 Uhr. Das liegt bei mir an der Zeitzone, die ihr hier verwendet. Also wenn ich die Zeitzone umstellen würde, dann hätten wir da 10.42 Uhr oder so, würde das alles passen. Was wichtig ist, dass ihr eine logische Kette der Zeit habt, wo der Ursprung dieser Zeitkette eine korrekte und vertrauliche Zeitquelle ist. Was schwierig ist, wenn ihr so einen Ping-Pong-Effekt erzeugt. Wenn also eine virtuelle Maschine mal zum Beispiel vom Domain-Controller die Zeit bekommt und mal vom Hyper-V-Host, wo die Time-Synchronization aktiv ist. Da also drauf achten, aber ansonsten alles fein. Und dieses Risiko ist natürlich etwas geringer, wenn der Hyper-V-Host selbst Mitglied in der Domäne ist, weil dann hat er auch einen Zeitgeber, wie alle anderen Clients auch. Wir können aber auch einen externen Zeitgeber konfigurieren ohne Domain-Controller. Gut, jetzt schauen wir mal. Unser Server 01 ist gestartet. Das ist ein Domain-Controller jetzt und ich melde mich dort an. Das ist jetzt schon eine Active Directory Authentifizierung und ich habe jetzt hier in den Tools natürlich das bewährte Active Directory Users and Computers. Ich habe in den Tools aber auch das Active Directory Administrative Center. Das ist das, sagen wir mal, neuere Tool, was es aber schon seit Windows Server 2012 gibt. Und ich habe natürlich auch die Möglichkeit, das haben wir jetzt nur noch nicht installiert, das habe ich soweit nur vorbereitet. Ab dieser Stelle haben wir dann auch die Möglichkeit, über das Windows Admin Center zu administrieren. Im Windows Admin Center gibt es eine Extension für das Management von Active Directory. Naja, und das wäre dann eine weitere Option. Das können wir dann ja einfach, wenn es von Interesse ist, in einen der nächsten Termine reinpacken. Denn was wir jetzt zeitlich noch schaffen, ist die Konfiguration des zweiten Servers als Domain Controller. Und da würde ich jetzt wie folgt vorgehen. Diesen zweiten Server würde ich als erstes in die Domäne aufnehmen. Das ist nicht zwingendermaßen erforderlich, aber es ist einfach ein logischer, hilfreicher Schritt, den erst in der Domäne zu haben. Das mache ich hier mal. Also, Server ist gestartet, ist umbenannt. Was er noch braucht, ist eine IP-Adresse. Das heißt, ich gehe hier in die IP-Konfiguration rein,
dieses Servers und lege dort die IP-Adresse fest für diesen Server, nämlich die 192.168.100.202. So, mein erster Server ist die 192.168.100.201. Das heißt, das ist wichtig, dass ich an der Stelle DNS-technisch auf den ersten konfigurierten DC schaue, weil was anderes ist noch nicht da. Das muss mein DNS-Server sein. Und wenn ich das erfolgreich durchgeführt habe, kann ich den jetzt in die Domäne aufnehmen. Ja, das mache ich hier über diesen Klick auf den Workgroup, auf den Workgroup-Namen. Und jetzt nehme ich den in die Domain und die heißt mhdemolab.de. Das heißt, der wird erstmal Member-Server. Muss ich mich kurz authentifizieren. Das kann übrigens jeder User Geräte zur Domäne hinzufügen. Aber konsequenterweise werde ich einen administrativen User nutzen, weil ich will ja später diesen Server auch als Domain-Controller tatsächlich konfigurieren. Der muss jetzt einmal neu starten durch das Aufnehmen in die Domäne. So, und wenn der zurück ist, dann können wir auch dort die Active Directory Domain Services installieren. Wichtig ist bloß an dem Schritt, damit wir wirklich einen Vorteil haben, müssen wir uns jetzt an der Domäne authentifizieren und nicht lokal. Wenn ich jetzt einfach Administrator und das Kennwort eingeben würde, wäre es eine lokale Authentifizierung. Ich möchte aber die Anmeldung an der Domäne haben und deswegen gebe ich jetzt gleich ein administrator@mhdemolab.de als Username und das Kennwort, was dieser User hat. Genau. Müssen wir bloß ganz kurz warten, bis er hier mit dem Applying Computer Settings durch ist. Das heißt, er wendet hier jetzt ja schon das erste Mal aus der Domäne entsprechende Einstellungen und Vorgaben an. Und dann haben wir jetzt nämlich den Vorteil, dass wir erstens schon geprüft haben, ob die Authentifizierung an der Domäne funktioniert. Und zweitens, wir sind dann auch dort gleich authentifiziert. Und diese Informationen nutzt natürlich der Assistent zum Konfigurieren des zweiten Domain-Controllers. Ja, dann ist nochmal ein Kommentar zu der Frage, wie machen wir es mit dem Hyper-V-Host ins Domäne aufnehmen. Ich habe nur einmal die Hyper-V in Domäne aufgenommen, aber nie mehr. Also ich weiß nicht, ob aus dem Kommentar rauszulesen ist, dass es dort Probleme gab oder ob man einfach gemerkt hat, in den Standardszenarien braucht man es nicht. In den Standardszenarien ist es egal. Gut. Jetzt warten wir noch einen kurzen Moment, bis er hier durch ist. Ich schaue noch mal, ob es noch irgendwie eine Frage gab, die ich übersehen haben könnte. Nein, bisher alles gut. Ihr wisst ja, wenn ihr Fragen habt, gerne in den Chat reinschreiben. Dann können wir solche Wartezeiten bei der Installation nutzen. Und jetzt ist das System aber auch fertig. Und jetzt melde ich mich nicht mit dem Administrator an. Wie gesagt, wäre eine lokale Authentifizierung, sondern ich nehme jetzt administrator@mhdemolab.de und das zugehörige Kennwort. Und jetzt ist der Domain-User authentifiziert. Das Installieren der erforderlichen Rollen und vielleicht Features, wir könnten wieder das Windows Server Backup mit installieren, das funktioniert genauso wie bei dem ersten Domain-Controller. Da ist also noch kein Unterschied, da müssen wir auch noch nichts beachten, außer dass wir wieder einen DNS-Server mit installieren müssen. Das heißt, jeder Domain-Controller wird standardmäßig auch zum DNS-Server. Das wäre hier die Situation, beziehungsweise wären die Rahmenbedingungen. So, wir sehen, der Server ist in der Domäne, ist auch 2022. Würde übrigens alles genauso funktionieren, wenn ihr 2019 oder 2016 habt oder auch 2012 Release 2. Ich gehe hier mal auf Rollen und Features hinzufügen und dann hätte ich gerne hier bei den Rollen und Features wiederum meine Active Directory Domain Services und das DNS. Ja, das haben wir vorhin auch so gemacht. Und dann hätte ich gerne hier das Windows Server Backup.
Dann machen wir jetzt relativ flott durch, dass wir uns die Konfiguration noch anschauen können. Solch einen, so eine Domain-Konfiguration braucht ihr übrigens auch, wenn ihr Azure Stack HCI betreiben wollt. So eine Domäne braucht ihr, wenn ihr einen Hyper-V-Cluster betreiben wollt und so weiter. Das heißt, es gibt sehr viele Services für Exchange, ist eine Active Directory-Domäne erforderlich. Und wenn ihr eine hochverfügbare Konfiguration habt, zum Beispiel ein Cluster oder eine Azure Stack HCI-Lösung, dann braucht ihr genauso redundant, wie wir das jetzt machen, mindestens zwei Domain-Controller. Weil wenn euch euer einer DC ausfällt, dann ist vorbei, dann geht da nichts mehr, weil viele, viele der Dienste eben auf eine Authentifizierung über die Active Directory Domain Datenbank angewiesen sind. Jetzt haben wir hier noch einen Kommentar. Normal braucht man es nicht, da ja nur der Hyper-V die Ressourcen verteilt. War lustig, wenn die AD-Server aus irgendeinem Grund nicht erreichbar waren. Also das war jetzt so die Erfahrung aus dem Hinzufügen, dass dass aus dem Hyper-V-Host ist jetzt irgendwie aus dem Hinzufügen des Hyper-V-Hosts zur Domäne. Es ist hier noch eine Frage, kann man eigentlich einstellen, dass es beim Eingeben Administrator immer die Domäne bevorzugt als den lokalen User, also dass er bei Eingabe von nur Administrator ohne führende oder anschließende Domain das hinzufügt, das müssten wir über eine Policy entsprechend machen. Ja, ansonsten muss ich daran denken, das immer mit zu spezifizieren. Gut, jetzt ist mein System kein besonders langsames, also das ist ganz üppig ausgestattet, worauf das läuft. Das ist einfach eine Sache, wo die Maschine, egal ob sie jetzt physisch oder virtuell ist, einfach ein Momentchen braucht. Also ich habe hier auch noch locker Ressourcen frei, CPU langweilt sich auf diesem Host, auch Memory, auch die Storage Devices, das sind alles Flash-Laufwerke, die hier in Verwendung sind. Aber trotzdem dauert das im Moment. Jetzt ist er aber durch. Das heißt, wir können hier wieder in die Konfiguration gehen. Promote the server to a domain controller. Und jetzt geht es darum, dass wir einen zusätzlichen Domain Controller zu einer existierenden Domain hinzufügen. Die Domain kennt er schon, weil ich bin Mitglied in der Domain. Und er hat auch schon einen User, den er vorschlägt. Das ist nämlich der, mit dem ich angemeldet bin. Wenn ihr das so macht wie ich, dann habt ihr hier den Vorteil, dass ihr einfach weitergehen könnt. Das heißt, ihr müsst euch nicht nochmal authentifizieren, ihr müsst nicht nochmal was prüfen oder ähnliches. Jetzt kommen wir zu der Stelle, wo wir wieder festlegen können, welche Domain-Controller-Funktionalitäten wir diesem System zuteilen wollen. Hier würde der Read-Only-Domain-Controller gehen, wollen wir aber nicht machen. Den Standort im Active Directory habe ich noch nicht benannt, deswegen heißt der Default First Site Name. Jetzt haben wir das Recovery Services Kennwort und ihr seht, ich kann das hier wieder individuell wählen. Das könnte ein anderes sein als bei dem ersten DC, mit dem Risiko natürlich, dass ich es im Fehlerfall nicht parat habe. Das ist ein Thema. Dann haben wir wieder die DNS-Thematik, dass er keinen übergeordneten DNS-Server erreicht. Dann, woher darf er das Active Directory replizieren? Von irgendeinem Domain-Controller, den er erreicht. Sonst könnten wir aus der Dropdown-Liste einen wählen. Bei mir gibt es nur einen, also wenig Optionen. Ich könnte das von einem Medium installieren. Das ist für sehr große Umgebungen, wo die Active Directory-Datenbank dann mal auch ein bisschen größer wird. Da könnten wir das über so einen Weg machen. Dann haben wir wieder die Platzierung der Datenbank. Kann an dem Server auch an einer anderen Stelle sein als auf dem ersten. Und dann könnten wir wieder das Skript speichern mit dieser Konfiguration. Und über Next wird geprüft und dann über Install wird es installiert. So, damit haben wir fast einen zweiten Domain-Controller, sind aber leider auch schon ziemlich weit fortgeschritten in der Zeit. Was uns noch fehlt, im Moment gucken ja beide auf den gleichen DNS-Server drauf. Das heißt, ich muss noch dafür sorgen, dass ich das DNS technisch so konfiguriere, dass wirklich bei Ausfall eines der andere komplett funktionieren kann. Das heißt, ich muss den zweiten DNS-Server noch eintragen. Da gibt es unterschiedliche Konzepte. Es gibt diejenigen, die das über Kreuz eintragen. Es gibt diejenigen, die das linear eintragen. Wichtig ist, dass beide Domain-Controller beide DNS-Server kennen. Es gehen übrigens auch mehr als zwei Domain-Controller, ja, aber ich bin schon immer froh, wenn zwei da sind, weil dann habe ich da schon mal eine Redundanz. Dann eine Frage, ob ich auswendig weiß, den Pfad zur Policy, um das mit der Domain zu wählen, habe ich jetzt nicht, aber das ist wieder was, was ich bis zum nächsten Termin auf jeden Fall mitbringen kann.
Und dann, ich habe den DC immer auf getrennter Hardware, schreibt der Ralf, auch im Cluster. Das würde ich unbedingt empfehlen. Ich würde hier für Redundanz sorgen, damit im Fehlerfall nicht irgendwie ein Host beide Domain-Controller in den Abgrund reißt oder ähnliches. So, das mit den IP-Adressen könnt ihr euch, denke ich, vorstellen. Der Server startet jetzt gerade neu, aber ich kann es ja an dem Server 01 mal zeigen. Also wichtig ist, dass in meiner Konstellation jedes System bei den DNS-Einstellungen nicht nur den 201er drin hat, sondern eben als Alternativ den anderen 192, 168, 100, 202. Werde sagen, Moment, der hat ja hier die IP-Adresse geändert, 127.0.0.1, naja, das ist das selbst, also das da ist er hier, ja, und den zweiten trage ich hier unten ein. Was jetzt wichtig zu wissen ist, wenn ich einen DNS-Server erreiche, dann wird kein anderer mehr gefragt. Wenn ihr also überall den 192, 168, 100, 201 als ersten eintragt und den 202 als zweiten, dann ist es so, dass der zweite relativ wenig zu tun hat und der erste die ganze Arbeit macht. Das bedeutet, ihr müsstet das so ein bisschen aufteilen, wenn ihr eine Verteilung haben möchtet. Im Fehlerfall geht er sowieso auf den anderen, weil da sagt er, oh, den ersten erreiche ich nicht, dann gehe ich halt auf den zweiten. Aber wenn alles funktioniert, habt ihr ja auch zwei DNS-Server. Und dann wollt ihr vielleicht, dass sich beide um die Namensauflösung kümmern. Und dann könnte man das machen, das muss nicht genau 50-50 sein, aber dass man das nicht bei allen Clients in der gleichen Reihenfolge konfiguriert. Gut, dann noch eine Anmerkung zum Ralf. Ja, du kannst auch die Hyper-V recht gut aufnehmen. Also da ging es um das Verteilen auf unterschiedliche Hosts. Das ist eine gute Sache. Gut, damit haben wir heute viel Live-Demo gesehen zum Thema Active Directory-Konfiguration. Ich hoffe, damit sind die Fragen, die sich dazu ergeben haben, beantwortet. Wenn es noch welche gibt, schreibt sie jetzt in den Chat. Wenn ich nämlich wieder ein bisschen was vorbereiten muss, mache ich das sehr, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich würde es jetzt aber, wenn da keine konkreten Anmerkungen kommen, wieder so machen, dass ich das Thema fürs nächste Mal ein bisschen offen lasse. In zwei Wochen ist ja wieder Support Call. Ich hatte nämlich den Eindruck, dass ihr euch heute nicht zu anderen Themen Fragen getraut habt. Das hat alles irgendwas mit dem Active Directory zu tun. Und ich hatte aber ja schon angekündigt, wir gucken uns das AD-Thema an, weil es da Fragen dazu gab. Aber ihr dürft gerne alles fragen. Also von daher, in 14 Tagen der nächste WBSC Support Call ist dann am 29. Oktober. Und da freue ich mich sehr, wenn ihr wieder mit dabei seid und wenn wir uns dann dort auch wieder entsprechend hören. Wenn ihr vorher schon mal ein bisschen was von mir hören möchtet, dann gibt es natürlich auch die WBSC Skills. Da haben wir gerade das Thema Hyper-V und wir hatten vorhin was zum Thema Hyper-V-Replika auch in den Fragen oder Kommentaren. Und am kommenden Montag um 10 Uhr werden wir uns um Hyper-V-Replika kümmern. Kommt einfach auf meinen YouTube-Kanal, auf dem von Sven, und dann können wir dort nicht nur das Thema uns anschauen, sondern auch wieder gerne eure Fragen beantworten. Dann haben wir am kommenden Montag auch ein Virtual Afterwork-Event, wo ihr herzlich eingeladen seid. Können wir uns ein bisschen unterhalten und austauschen, 18 Uhr. Ihr müsstet euch bitte nur anmelden unter manfredhilber.de/virtual-afterwork-event. Und natürlich gibt es auch noch einen WBSC Webday in wenigen Wochen, also so eine Online-Ganztagesveranstaltung. Da geht es intensiv um das Windows Admin Center. Ich habe es ja heute ein bisschen kritisiert, weil es im Bereich Active Directory leider nicht so viel kann. Aber wir werden uns dort im Rahmen des Webdays am 10. November die hybriden Services auch anschauen. Da kann es ganz viel. Und wir werden uns auch Hyper-V anschauen. Da kann es ganz viel. Und wir werden uns Azure Stack HCI anschauen. Da kann man sich das Windows Admin Center fast nicht wegdenken. Aber man sieht halt, dass Microsoft sehr viele neue Dinge ins Windows Admin Center hinein entwickelt hat, die wir sonst nirgends finden. Und bei den, ich sag mal, alten Services, die wir aber auch noch brauchen, so ein bisschen hinterher hinkt. Freue mich sehr, wenn ihr euch unter manfredhilber.de/webday anmeldet. Und jetzt haben wir ein Stündchen Pause, bis es dann um 12 Uhr weitergeht mit der Azure Stack HCI Show. Und dann seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Schaltet einfach wieder ein.
Auch da würden wir eigentlich auf LinkedIn streamen, aber es scheint da heute ein Problem zu geben auf LinkedIn. Also kommt lieber auf unsere YouTube-Plattformen. Bei mir seht ihr die URL hier oder natürlich auch gerne beim Sven. Dann könnt ihr dabei sein. Und das Gleiche gilt für die Hybrid-Show, die wir heute Nachmittag haben um 14 Uhr. Das heißt, wenn ihr da meinen YouTube-Kanal abonniert habt, dann könnt ihr nichts verpassen. Und von daher sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank. Sehe aber jetzt, dass es eine Frage gibt von Thomas. Gibt es was Neues zur Störung bei der Kennwortsynchronisierung zwischen Microsoft 365 und dem Windows Server 20 Essentials Dashboard? Nein, das hat Microsoft leider noch nicht behoben. Ich hatte ja schon immer ab Windows Server 2019 erklärt, dass das seine Gründe hat, warum das nicht mehr drin ist, weil das Essentials da ein ganz anderes Tool verwendet hat. Aber das ist aus meiner Sicht technischer Bug, weil ihr habt das Produkt ja noch im Support, aber das ist bisher nicht behoben worden, leider. Und der Heiko schreibt hier, was interessant wäre, Hyper-V-Replika, Produktivbetrieb über sichere Verbindung. Vielleicht hast du ja Montag Zeit einzuschalten, Heiko, zum Thema Hyper-V-Replika. Sonst können wir das gerne im nächsten Support einmal vertiefen. Und wer möchte, kann sich natürlich gerne im WBSC Clubhouse treffen. Wir sind dann um 12 Uhr wieder live mit der Azure Stack HCI Show. Und da freue ich mich, wenn ihr mit dabei seid und nicht vergesst einzuschalten. Von daher euch jetzt schon mal vielen Dank für die Zeit im WBSC Support. Und in einer Stunde sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.